Weiter geht's mit City Skylines und mit DLC City. Wenn du nicht weißt, was das für ein Projekt ist, guck mal in die Videobeschreibung, da ist eine kleine Beschreibung und der Link zur Playlist, wo du dann Folge 1 gucken kannst, falls dich das Projekt interessiert. Wir machen heute weiter bei dem DLC Park District, glaube ich, und deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Glaube ich, hier sind wir im Park District. Also ich habe ja hier das Parklife DLC angefangen, ist noch relativ basic alles. Das Wasser bleibt aber irgendwie, das müsste aber eigentlich versickern. Aber, kurze Info, ich habe endlich wieder fast alle meine Modifikationen auf den richtigen Level. Das heißt, wir können jetzt bald wieder das machen, was wir immer machen. Und zwar Straßen irgendwo hinbauen, Road Anarchy aktivieren, den Super Pinsel habe ich auch wieder am Start. Deswegen würde ich fast schon sagen, wir machen hier oben mal die Ecke fertig. Und wer jetzt sagt, boah, die Sachen hätte ich auch gerne. Also das hier, es geht wieder alles sehr gut. Der Link zu der, nicht Modifikation, sondern zu der Kollektion befindet sich auch wie immer in der Videobeschreibung. Also einfach mal reingehen und dort mal gucken. Da habt ihr dann den Link zu diesem Pinselmenü hier. Und gerade wenn man große Landstriche umändert, dann lohnt es sich auf jeden Fall. So, das sieht jetzt natürlich auf den ersten Blick super krass aus und nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin, weil das ist natürlich jetzt alles sehr hart. Aber wenn wir gleich den Gleich, ja nicht den Gleichpinsel, sondern den Angleichspinsel benutzen, dann kommt einmal der Berg wieder ein bisschen nach vorne. Und zum anderen sieht das Ganze dann auch nicht so abgehackt aus. Aber wir brauchen ja eine kleine Region, das ist jetzt schon viel zu viel hier, wo wir dann auch Erze und sowas abbauen. Und deswegen mache ich das hier mal eben so. So, Angleichspinsel ist hier, Gelände glätten. Da würde ich aber empfehlen, den Pinsel nicht so groß zu nehmen, sondern ein bisschen kleiner. Und dann kann man hier drüber gehen. Wobei, wenn man jetzt so guckt, ist es immer noch scheiße. Müssen wir das einmal richtig machen. Achtung. Also man sieht jetzt, das Gelände wird da an der Stelle ein bisschen angeglichen und kommt dem anderen hier unten so ein bisschen entgegen. Ich muss aber, glaube ich, hier trotzdem noch... Ich glaube, da brauchen wir erst mal ein bisschen größeren Pinsel. Aber das ist ja auch natürlich eine sehr große Ecke hier, ne? So, machen wir hier nochmal. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, das passt. Und ich überlege schon. Jetzt kommt es wieder, weil es ja manchmal ruckelt, ne? Dann Spaß. Im PC abzugraden, aber auch nur, weil ich mit dem PC gerne meinen Keller heizen möchte. Also ich würde gerne eine Wasserkühlung bauen, wo dann das Wasser in meinen Büroraum in einen Radiator geht. Also ein Radiator, der sich in meinem Büroraum befindet und der dann meinen Büroraum wärmt. Natürlich mit Abzweig, mit einem Bypassventil oder Absperrventil, damit wenn wir Sommer haben, das nicht der Fall ist, weil das wäre, glaube ich, doof. Ich möchte ja nicht immer alles hier drin haben, weil, wer es nicht weiß, meine PCs befinden sich außerhalb meines Aufnahmeraums. Habe ich mich dazu entschieden, weil man kann quasi mit... Also ich weiß ja nicht, wer ein Hardcore-Gaming-PC zu Hause hat. Aber unter Umständen wären die schon ein bisschen lauter. Wenn man halt spielt, wenn man halt rendert, wenn man halt irgendwas macht, was den PC beansprucht, dann wären die halt durchaus sehr laut. Und das wollte ich nicht haben. Deswegen habe ich die quasi auf die andere Seite verbannt. Das ist halt immer noch sehr hart, ne? Und, deswegen sind die jetzt quasi auf der anderen Seite des Raums und ich habe hier mehr oder weniger meine Ruhe. Was aber sehr, sehr cool ist und ich möchte den PC nicht hier drüben haben. So, wir machen hier mal eben zweistufige Abteilung. So, jetzt nochmal glätten. Jetzt glätten wir erst hier oben. Ich glaube, das ist dann generell auch schöner. Und dann glätten wir hier nochmal oben die Kante. Ich glaube, das ist auch ein relativ großes Stück, deswegen muss man auch ein paar Sekündchen auf so eine Kante bleiben, ne, damit die sich halt auch ein bisschen angleicht. Und gleich sind wir wieder an der Autobahn und der Berg sieht aus wie vorher. Das wär natürlich sehr uncool. So. Und ich würde auch gerne mal wieder ein paar andere Videos machen, aber jetzt kommt gerade wieder alles auf einmal. Was das nicht heißt, dass ich nicht trotzdem gerne machen wollen würde. Aber, ja. Ich bin halt immer noch bei der Renovierung dran. Dann, ich glaube, das geht aber mittlerweile. Ja. Das ist okay. Bisschen angleichen kann nachher noch der Zukunftspeter. Aber zumindest haben wir jetzt hier schon mal ein paar Erze am Start. Wir haben jetzt auch den Flächenpinsel. Das heißt, wir können auch Rohstoffe pinseln. Oder auch wegpinseln. Genau, das hier sind Erze. Falsch rum. Die kommen jetzt erstmal hier weg. Damit kann man auch wunderschön die Bodenflächen pinseln. Und das ist ganz cool. Also zum Beispiel das hier kann man... Ne, das kann man nicht. Das hier auch nicht.
Wo ist das denn? Ach genau, da war das. Guck mal, das wurde auch stellenweise bei den Sachen eingebaut. Einfach nur, damit man verschiedene Farben hat. Auch nicht schlecht. Aber warte mal, was war das denn hier? Ach so, doch, das war das auch. Das war Öl. Öl an der Stelle braucht man nicht wirklich, glaube ich. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Flugzeug laufen. So, jetzt können wir hier eine wunderschöne Auf- und Abfahrt bauen. Ich glaube, dann nehmen wir wieder unsere Standardabfahrt. Oder wir machen... Ich glaube, wir machen hier so ein Kreuz rein. So wie hier, was dann auch gleichzeitig als Abfahrt fungiert. Da habe ich Bock drauf. Und zwar genau hier. Jetzt wird wieder teurer, weil wir machen natürlich wieder die Autobahn weg. Mach's gut, Autobahn. Dabei können wir das gar nicht leisten, ne? Wenn man auf meinen Kontostand guckt. Okay, 15 Millionen, aber der schwankt immer so hart. Immer Plus, immer Minus, immer... Ach, alles hin und her, immer. So, warte, jetzt können wir aber noch Folgendes machen. Wir können jetzt nämlich den Pinsel mal ein bisschen kleiner machen. Können hier auf die Höhe gehen. Ah, das war falsch. Können hier auf die Höhe gehen. Und sehen, das kommt gar nicht daraus, wo wir hin möchten. Steuerung Z funktioniert auch super bei dem Pinselmenü. Deswegen alles gut. Aber hier die Kante ist noch nicht schön, ne? Die Kante ist noch nicht schön. So, warte. So, nicht ganz gut. Aber ist okay. Und jetzt brauchen wir wieder ein sogenanntes Autobahnkreuz. Oh, guck mal, habt ihr gesehen? Road Precision. Funktioniert auch wieder mit Road Energy. Steuerung A, roter Vogel, nice. Okay, alles in der Videobeschreibung, wie gesagt. Und jetzt können wir diese wunderschönen... Zack. Pass auf. Achtung, festhalten. Ich muss natürlich jetzt immer gucken, links und rechts, ob das passt. Ist mein Monitor eigentlich falsch? Warte mal. Ich habe das Gefühl, links ist weiter weg als rechts. Das sind Sachen, die einem auffallen, wenn man gerade eine Stadt baut. Ja, das ist gut. Jetzt dreispurige Autobahn. Die auch ein bisschen anders aussieht hier unten im Menü. Autobahn dreispurig. Jo, läuft. Oh, warte mal, dann können wir... Ah, ne, kann einfach stehen bleiben. Alles gut. Alles. Nein, da ist eine Brücke. Ach, komm jetzt. Also ob man eine Brücke braucht, jetzt mal ganz im Ernst. Was mich aber wundert ist, dass die Jungs noch keine Pipette eingebaut haben. Das ist so ein Ding, was hier fehlt. Ich habe letztens mal Parkitech gespielt im Stream. Elendig versagt, muss ich dazu sagen. Und da gibt es auch eine Pipette. Das ist so ein cooles Tool. Also es gibt eine Mod, die Pipetten-Mod gibt es natürlich auch. Oh lol, der ist auch noch da? Das war falsch. Aber die müsst ihr mir dann mal installieren, ne? Weil dann kann man so eine Straße anpipetten. Ja, das ist das richtige Wort dafür, glaube ich. Und dann hat man dieselbe Straße, die man vorher auch hatte, in der Hand. Ist das nicht cool? Und ja, ihr seid richtig auf dem Kanal. Das habt ihr daran gesehen, dass ich die Straße wieder weggemacht habe. Wir müssen hier den Winkel ein bisschen ändern. So. Ah, das hat's gebracht jetzt. Das hat's gebracht. Nice. So. Willkommen in der Erzverarbeitung. Steuerung O geht auch, oder? Nein! Wo ist denn mein Roundabout Builder? Habe ich Steuerung O überhaupt gedrückt? Anscheinend. Aber der ging doch letzte Mal, oder? Absolut lost. Ein paar Jugendwörter wieder einbauen hier, ne? Obwohl das, glaube ich, schon out. Tut mir jetzt echt leid, dass ich so ein outes Wort gesagt habe. Da müssen wir einen Kreisverkehr von Hand bauen. Ist kein großes Ding. Mit einem 15er. Also hätten wir dann 30er. Ne, haben wir dann 15er Radius? Doch, 15er Radius und 30er Durchmesser. Passt. Ist zu viel. Ist einfach zu viel. Nehmen wir 10. 10 ist gut. 10, ja, 10 ist super gut. Auch 10. Nein, nicht 11, 10, 10, 10 und 10. Nice. Okay, den haben wir fertig. Die Straßen gehen nochmal ein Stückchen nach vorne. Die Autobahn, Entschuldigung. Hä? Ach so, weil er immer speichert da oben. Ja, ich war so... Habe ich schon mal erzählt, ne? Ich bin so verstört wegen Speicherung. Deswegen habe ich eine automatische Speicherung drin. Ich hatte mal irgendwie, ich glaube, das lag an meiner letzten CPU oder an den ganzen Mods, die ich drin hatte. Auf jeden Fall ist das Spiel ab und zu mal abgestürzt und das war
echt uncool, muss ich sagen. Also wirklich, das hat echt keinen Spaß gemacht. Du hast gespielt und auf einmal so, weg. Und alles, was du dann gebaut hast und auch die Aufnahme im Grunde war ja dann auch weg. So, war ja nicht so, dass das dann okay war, sondern war einfach weg. So, Industriegebiet machen wir natürlich jetzt nicht so harteckig. Vor allen Dingen nicht, wenn es um Erzabbau geht hier. Der sogenannte Erzabbau. Hier machen wir jetzt ein Industriegebiet. Oh, sah das schon immer so aus? Ich meine, da sind keine Rohstoffe gerade, außer Wald, ne? Aber das ändern wir gleich. Der Wohltatsektor, nice. Ist eine Wohltat. An der Stelle ist ja ganz gut, oder? Gut, ja, doch, ist okay. Da in der ersten DLC-Stadt hatte ich so einen riesigen Tagebau gemacht. Der war echt cool. Aber der war auch sehr prominent auf der Karte. Und da waren alle Industriegebiete wirklich nah beieinander. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist Wood, in der Industry DLC Wood. DLC Wood. Und das ist DLC Ore. Für Erz halt, ne? Und ich sehe gerade, das ist natürlich... Achso, da habe ich auch das Ding gemacht. Ah ja, ich sehe schon. Größeres Ding bitte. Ich glaube, das wird eins der größten Stadtteile hier. Aber hat ja auch mitunter den größten Umfang. Finde ich aber nicht als eines der besten DLCs. Eins der besten DLCs ist sowas wie Mass Transit meiner Meinung nach, wo es halt richtig viele neue Sachen dazu kamen, so transportmäßig auf jeden Fall. Und Green Cities bin ich ein Fan von. Also das finde ich sehr, sehr schön. So, das ist jetzt ein Industriegebiet, wo keiner in der Nähe wohnt. Die Straße kann man dann auch hier durchführen lassen, dass man hier auch normal rumfahren lassen kann oder normal herfahren kann. Ähnlich wie von hier würde ich dann auch machen, dass man dann in die Richtung auch kann. Da müssen wir nur gucken, dass wir die Bahn noch irgendwie anders kriegen, dass wir das auch normal angeschlossen kriegen. Dass wir eventuell hier noch eine Siedlung haben oder so, dass die hier auch arbeiten gehen können. Was wir jetzt allerdings machen noch ganz kurz ist, das Ding hier rein. So. Glückwunsch! Sieht gut aus. Und ganz ehrlich, ich glaube, in so einem Gebiet wären, glaube ich, gar keine Bäume am Start. Die wären nämlich eigentlich alle weg. Ich mache das mal ganz kurz so. Ja, den Berg bearbeiten wir noch mal ein bisschen so rein und raus, dass das nachher ein bisschen schöner aussieht. So, aber erst nachher. Jetzt brauchen wir hier noch ein Stromkabel. Und Wasser vor allen Dingen. Boah, ist das weit weg. Hallo? Ich sehe auch gerade, Strom brauchen wir bald wieder, ne? Vielleicht wird es Zeit für das Fusionskraftwerk. Und Wasser? Wasser brauchen wir auch schon wieder. Nein! Ich glaube sogar, dass... Ich weiß nicht, ob hier, aber in echt braucht so eine Erzindustrie, glaube ich, sehr viel Wasser, oder? Weil die, glaube ich, mit Wasser bohren, mit Wasser spülen, mit Wasser kühlen. Ich glaube, die machen alles mit Wasser einfach. Für ein bisschen Erz. So. Fertig. Und jetzt noch, damit das zumindest ein bisschen anläuft und nicht nur einfach da rumsteht, machen wir jetzt nochmal eine kleine Erzmine dahin. Warte. Wo sind denn die kleinen Industriestraßen? Da haben wir sie. Einmal gerade bis hier. Dann nochmal da. Und wir nehmen ein paar Erzschleifdinger. Warte, wo waren sie denn jetzt? Da. Genau, kleine Erzmine. Ach ne, Erzmine separat. Erzmine. Erzmine. Da ist doch kein Erz mehr, gerade. Da machen wir gleich. Und genau, und Erzschleifmühle, so heißt das. Mach mal die Mühle an da. Und jetzt holen wir, genau, die meckern. Keine Rohstoffe da, kein Strom. Strom haben die jetzt, glaube ich, da drüber. Hoffentlich. Ja, Strom haben sie da drüber. Jetzt müssen wir die Rohstoffe dahin pinseln. Klar könnte man jetzt sagen, ist Cheaten. Aber ich finde es für Optik, finde ich es einfach cooler, wenn man die Erze da haben kann, wo sie gebraucht werden. Weil die Map, hat man ja gerade gesehen, die wurde ja auch auf Optik getrimmt.
Ja, das zeige ich sofort nochmal. Und zwar hier solche Sachen jetzt hier. Da ist halt Erz, nee, da ist Öl drin. Da ist auch Öl drin. Hier ist ein Ölfeld, Ölfeld. Das ist einfach nur, damit es halt anders farbig aussieht vom Boden her. Und das meine ich, dass deswegen ist das auch halt sehr, sehr viel Optik. So, okay, wir haben jetzt hier ein paar Arbeiter am Start. Wir bekommen Erze auf jeden Fall schon am Start. Also nach und nach kommt das jetzt. 95 Arbeiter machen minus 648 Geld. Und hier würde ich vorschlagen, dass die Bahn... Das ist ja, glaube ich, die Bahn von außen. Hier einmal runterfährt und dann wieder hochkommt. Es gibt mittlerweile so... Ich habe noch nicht mal alle Sachen drauf, ne? Und es gibt mittlerweile so viele Sachen. Das ist so cool. So, warte. Vielleicht 9? Warum habe ich eigentlich einen Dreierschnitt? Ah ja, egal, passt schon. Einen Dreierschnitt hatte ich übrigens noch nie. Wenn wir jetzt mal bei Schulnoten sind. Und die Seite noch. Ne, warte, jetzt habe ich es leider nicht gleich. Aber warte mal, ich kann das so machen. Werkzeuge, eine Höhe auf Objekthöhe, die bitte. Ne, warte nochmal, auf Objekthöhe. Hier? Ja. Okay, kann man nehmen. Die fahren drunter und die fahren geradeaus. Achtung. Das wäre demnach eine vierspurige, na keine sechsspurige, eine vierspurige Straße auf Position 0. Ich glaube, der Kreisverkehr wird jetzt eilig gleich. Achtung. Ich würde vorschlagen, dass er jetzt kein 90 Grad ist. Ist ja eh ein Kreis, ne? Ist ja eh Quatsch. So. Und der Kreisverkehr bleibt einigermaßen rund. Nice. So, das ist super schön. Jetzt gehen wir hier hin. Zack. Dann hier auf Höhe 10. Wer kennt's nicht? Über die Autobahn rüber. Dann wieder, wie weit war das weg? 8. Dann wieder nach unten. Und geradeaus in das Industriegebiet rein. Und wir sind angeschlossen mit einer normalen Straße. Sehr gut. Das passt auch. Hier wollten wir ja auch nachher nochmal so eine Straße. Oder können wir auch jetzt machen. Wir nehmen, ist das dieselbe? Ja. War jetzt nur die Endung so ein bisschen komisch. Und hier ist die Sache. Obwohl, ich hätte, glaube ich, hier ganz, ganz gerne eine Brücke, die hier vorne anfängt und dass die dann langsam steigt. Ich werde euch zeigen, was ich damit meine. Das wäre dann aber eine Brücke, die... Warte, wir gehen erstmal hier so ein bisschen in die... in den Kreisbogen rein. Kreisbogen ist gut. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen uncool. Doch da, warte, da kriegen wir es hin. Und dann weiter nach, wieder nach unten. So. Sieht jetzt nicht so cool aus, wenn man ehrlich ist, weil das ist so ein bisschen abgehakt. Aber wir können jetzt hier dieses Tool nehmen. Das funktioniert ja schon seit längerer Zeit. Und es ist ein echt cooles Tool, gerade auch für die Steigungen. Und wenn wir jetzt sagen, 1, 2, 3. Ich glaube, das ist noch zu wenig. Enter. Ah, ne, geht aber, geht. Und hier machen wir das auch. Das heißt, wir deaktivieren die Seite wieder. 1, 2, 3. Und wir machen Enter. Ne, Shift. Ne, Enter. So, und wir haben einen einigermaßen gleichmäßigen Anstieg von der Straße. Und sieht viel schöner aus als die Kante, die da vorher dran war. Dasselbe könnte man jetzt auch noch hier machen, sehe ich gerade. Damit könnte man echt auch schön bauen, wenn man möchte, ne? Aber nur, wenn man möchte. 2, 3. Hier, das macht einfach so viel aus, ne? Ja, warte, das bitte wieder weg.
Da müsst ihr unbedingt aufpassen, dass ihr das auch wieder nicht aktiviert oder aktiv ausgewählt habt. Und wenn er 1, 2, 3... Ich glaube, die ist hier generell ein bisschen hoch, ne? Wie viele Autos hier einfach fahren? Ja, das geht aber voll klar. Aber das bisschen hat, finde ich, diesen Kreisverkehr, dieses Autobahnkreuz schon viel smoother gemacht. Obwohl das hier noch sehr, sehr steil ist hier vorne, muss man sagen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Steigung generell so hoch war oder ist. Vielleicht kann man auch einfach so machen und dann Enter drücken. Ah ja, guck mal. Boah, die Autos alle. Wow. Ja, so ist das cool. Könnte man jetzt noch stundenlang sich mit beschäftigen. Hoch und runter, vor und zurück. Das hier machen wir nochmal ganz kurz weg und lassen die Straße jetzt da an diesen Kreisverkehr anflanschen, andingsen, anconnecten. Ah, jetzt haben wir es. Perfekt, Peter. Irgendwas ist hier aus. Kann das? Ne, ist nicht aus. So zu weit weg wahrscheinlich. Ah ne, hier ist so ein Ding. Da snappt es dran. Okay, wir machen es von hier aus. Okay, warte. Ja, und schon haben wir dieses neue Gebiet erschlossen, angeschlossen und natürlich kein Wohngebiet in nur angrenzender Nähe, weil das einfach voll weit weg ist. Hier kommen noch ein paar Wohngebiete hin, aber das nicht mehr jetzt, sondern vielleicht in der nächsten Folge. Deswegen bewerte den Part und... bis zur nächsten Folge. Tschüss.